So, und jetzt steigen wir in die Praxis ein. Das heißt, wir beginnen, wie gesagt, mit dem Fohlen. Und bevor wir an dem Fohlen überhaupt anfangen auszuschneiden, gucken wir uns natürlich Konfirmationen an. Rasse ist wichtig und dann wird das Pferd gerade von der betrachtenden Person weggeführt und gerade auf die betrachtende Person zugeführt. Wichtig ist immer, dass der Kopf und Hals relativ gerade bleiben, also nicht so sehr an dem Pferd gezogen wird, denn das verändert sofort die Betrachtungsweise. Und dafür haben wir uns natürlich heute keinen geringeren als Kai Wienrich geholt, Bundestrainer AD. Das heißt, wir können sicher sein, dass das vernünftig funktioniert mit dem Führen. Allerdings müssen wir auch ein bisschen schneller machen, weil es sehr kostspielig ist, das heute. Okay, wir gehen also jetzt von dem Betrachter weg. Ich achte beim Weggehen auf die hinteren Gliedmaßen vermehrt. Und da können wir sehen, bodenweit, zehenweit. Das Pferd ist ein Jahr alt. Und jetzt kommt er auf uns zu. So, dieses Pferd hatte vor ein paar Wochen also eine extreme Stellung. Das heißt, der war mit dem Carpus einwärts und war unten dann bodenweit, zehenweit. Und heute werden wir jetzt so ausschneiden, dass man zeigen kann, worauf man hinwirken sollte. So, und dann nehme ich natürlich Kontakt auf zu dem Kleinen. Das erste Mal. Früher hat man solche Sachen geregelt, indem schon drei Mann an dem Pferd dran war. Das war natürlich für die Tiere sehr beängstigend. Das ist nicht so mein Ding. Ich gehe immer näher ran und dann fange ich von oben an langsam abwärts zu gehen. Nehmen den Fuß ganz langsam auf, das ist nicht für alle ganz einfach. Und was dann ganz entscheidend ist, ist, ich schaue mir den Huf von der Tragrandfläche oben an. Ich setze eine Diagonale über beide Hufseiten und im rechten Winkel dazu das Kreuz. Und so kürze ich und nicht anders. Dann ist noch etwas ganz anderes, sehr wichtig. Früher haben wir gekürzt und geschnitten auf Teufel komm raus. Also das habe ich auch über zig Jahre betrieben, bestimmt bald 20 Jahre. Aber schon seit ungefähr 10, 12 Jahren betreibe ich das nicht mehr so. Denn ich habe gemerkt, dass ich, je weniger ich mache, mehr Effekt und dass es auch viel besser für die Hufe ist. Das heißt also, ich versuche zu vermeiden, den Strahl zu schneiden. Ich versuche zu vermeiden, an den Eckstreben herumzuschneiden und konzentriere mich rein auf den Tragrand. Denn ich möchte, dass das Pferd die Möglichkeit hat, über den Huf auf verschiedene Gelenke zu reagieren, so wie ich mir das vorstelle. Und das mache ich eigentlich nur mit meiner Kürzzange, Nipper. Keine Hauklinge, kein grobes Gerät. Ich versuche nicht zu schlagen, das soll also für das Pferd alles so erträglich wie möglich sein. So, und dann, wie gesagt, ich habe jetzt gesehen, das Pferd ist etwas zehenweit. Können wir auch in der Totalen ja gleich sehen, dass er etwas bodenweit, zehenweit steht. Aber die zehenweite Stellung ist für mich eigentlich gar nicht schlimm, denn unser Junge wird später, also vielleicht in einem Jahr oder auch schon in einem halben Jahr, in der Brust sehr viel breiter werden. Und wenn ich das Bein, wenn ich direkt davor stehe, dann sehe ich, dass Huf, Röhre und Carpus in einer Linie sind. Und das ist für mich entscheidend. Deshalb lasse ich den immer noch ein klein wenig zehenweit stehen. Denn wenn er in der Brust auseinander geht, dann möchte ich nicht, dass er hinterher bodeneng, zeheneng wird. Denn das ist eine Stellung, die können wir nicht gebrauchen. Also, wir werden den erst noch mal so ein bisschen ausrichten hier, den Jungen. Also, ich gehe noch mal hinunter, nehme ihn auf. Ich kann auch schon sehen, wie viel ich kürzen muss. Ich brauche hier überhaupt keinen Probeschnitt. Ich fange da an, wo ich denke, oder wo ich weiß, ist besser, dass ich wegnehmen muss, um dem Pferd für die nächsten Wochen praktisch in die Richtung zu bringen und die Belastung so zu stellen, dass es keine aufgetriebenen Gelenke gibt und der meiner Meinung nach in die richtige Richtung geht. Dafür kneife ich auf den Tragrand in einem Winkel von ungefähr 40 Grad mit der Zange einfach ab. Ich quetsche die Hornröhrchen etwas und schneide den Huf direkt ab. Immer wieder, ich lasse mich auf keinen Kampf ein, also ich nehme immer wieder auf. Der ist jetzt natürlich auch ein klein wenig aufgeregt, weil er von seinen Freunden weg ist. Das kann ich mit der Zange so fein machen, dass ich keine Raspel brauche. Das heißt, ich raspel auch nicht so, wie es früher traditionell üblich war, eine Kante drumherum. Denn jegliche Öffnung der Hornkapsel zu diesem Zeitpunkt
ist auch die Öffnung für alles andere, Feuchtigkeit, Trockenheit. Der Huf reagiert sehr viel schneller darauf. Folgedessen versuche ich das zu vermeiden. Ich habe, seitdem ich so arbeite, sage ich mal, 80% weniger Hufgeschwüre. Es gibt kaum noch ausgebrochene Hufe. Wie gesagt, diese Sache ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich stehe da voll und ganz zu. So, vorne, links, recht gut. Und jetzt gehe ich an die Hinterseite. Das heißt, ich mache mich immer so ein bisschen bekannt. Nehme den Fuß auf. Und auch hier genau das Gleiche. Ich habe gesehen, dass er hinten bodenweit, zehenweit ist. Bei einem Fohlen ganz normal. Von daher will ich gar nicht jetzt vermehrt außen kürzen. Ich versuche den gleichmäßig zu halten, die Zehe etwas einzukürzen. Nehme erstmal das, von dem ich denke, das weg muss. Und dann fange ich an nachzuarbeiten. Ganz fein mit der Zange, einfach nur am Rand. Und von diesen Ansätzen der Zange sieht man in 2 Tagen nichts mehr. Aber ich habe die ganze innere Sohle unberührt, den Strahl in seiner kompletten Ausprägung ist weiterhin da und sorgt dafür, dass der Huf keine Chance hat, in irgendeiner Weise nach außen oder nach innen hin medial, lateral zu kollabieren. So, das macht das schon sehr gut. Und dann müssen wir ihn einmal auf die andere Seite drehen. Also, man kann jetzt erkennen, also für den Laien wäre es jetzt so, dass eigentlich der linke Huf oder das linke Bein das Problembein ist. Ist es aber nicht. Das rechte Bein ist eigentlich die Problemseite, denn man muss sie jetzt einfach genau vor Augen halten. Wenn ich mir das Bein des kleinen Jungen hier anschaue, dann ist alles in Linie. Vom Oberarm, Carpus, Röhrbein, Fesselkopf, Huf. Ich muss nur meine Ansichtsweise ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, dann würde ich sagen, okay, dieser Huf ist 10 weit. Aber ich muss mich hier hinstellen und sagen, das Bein für sich ist gerade. Und das ist für den Hufschmied sehr entscheidend, denn das Pferd macht ja noch einige Veränderungen durch. Das heißt, wenn die beiden Buggelenke praktisch eines Tages mal hier stehen, von dem der Besitzer natürlich sehr viel ausgeht, dann wird dieses Bein total korrekt stehen. Auf der rechten Seite hat er allerdings das Problem, dass er gerade im Moment aussieht, aber der Huf die Tendenz hat, nach innen hereinzukommen. Und wenn das der Fall ist und er wird breiter, dann habe ich eine Phalanx, die praktisch nach innen reingeht und der Huf auch noch nach innen rein. Das ist sehr nachteilig für ein junges Pferd und von daher natürlich auch nicht gewünscht. Ich kann das vielleicht noch mal verdeutlichen, indem, wenn man sich vorstellt, mein Bein, ich stehe gerade, mein Bein steht nach außen, aber mein gesamtes Bein steht nach außen. Das heißt, ich habe die komplette Tendenz. Jeder würde jetzt sagen, oder viele würden sagen, da muss man jetzt außen wegnehmen. Wenn ich jetzt außen wegnehme, erhöht sich die Innenseite. Versuche ich mit der Raspel nachzuvollziehen. Wenn ich dann von oben runter gucke, dann ist bis zum Fußgelenk alles gerade, aber der Huf hat sich verändert, denn der hat jetzt eine Tendenz nach innen. Und das wollen wir überhaupt nicht, denn jetzt staucht sich auf der Innenseite alles. Und bei dem harten Boden jetzt, wir laufen jetzt auf den Sommer zu oder sind mitten im Sommer, bei dem harten Boden wird man dann nämlich als erstes an diesen Bereichen hier im Raum der Epiphysenfugen auf der Innenseite und da leichte Stauchungen erkennen und der Fesselkopf wird deformiert in diesem Bereich. Von daher versuchen wir das zu vermeiden und das geht meiner Meinung nach, und das habe ich auch also langjährig schon praktiziert, nur so. So, ich habe ja gerade erklärt, dass das linke Bein bei diesem Fohlen nicht das Problem ist, sondern eher, wenn, das rechte Bein. Weil dieser rechte Fuß natürlich die Tendenz hat, nach innen reinzugehen. Jetzt habe ich auf der Innenseite praktisch den Druckpunkt, den Abrollpunkt so verändert, dass, wie man deutlich erkennen kann, der Huf ist hier nicht mehr ganz rund, sondern ist hier etwas ausgeschnitten. Ich mache das so, dass diese Seite stehen bleibt und ihm etwas Gegendruck gibt und er leichter abrollen kann. Und deshalb habe ich ja gerade davon gesprochen, dass man sich mit den Fohlen rechtzeitig und also sehr umfangreich befassen muss. Denn dieses Problem, sage ich jetzt mal, in 3 Monaten oder 2 Monate ohne Hufschmied, das könnte schon ganz anders aussehen. Und dann ist das vergessen. Also wir können daran nicht mehr so viel bauen. Sie müssen sich auch vorstellen, wenn der hinterher dann mal so alt ist, dass er eingeritten werden kann, dann sind wir dabei, den Huf zu korrigieren. Das heißt, wir verändern die einzelnen Schwerpunkte im ganzen System der Gelenke und Sehnen und Bänder
Und das Pferd muss zusätzlich dann noch die Leistung bringen. Das heißt, es muss einen Reiter tragen, es muss in Volten gehen können. Und das ist eine Belastung, die halten die wenigsten aus. Vor allem alles das, was wir bis zum ersten Jahr geschafft haben, ist fest. Wenn nicht durch irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas noch was dazukommt, alles, was bis zum ersten Jahr passiert, manifestiert sich in dem Pferd. Und dann ist das für einen Schmied also ein Klacks. Das sind nur Nuancen, die man ändern muss. Aber wenn man wirklich richtig eingreifen muss, dann ist das schon ein irres Problem. Deshalb muss man dran. So, ganz wichtig dabei ist natürlich, alles das, was wir bis zum ersten Jahr erreichen, manifestiert sich in dem Pferd. Das heißt, später beim Anreiten ist extrem wichtig, dass wir beim Anreiten ein Pferd vorfinden, was der Belastung standhält und auch später standhalten wird. Wir können also auch nach einem Jahr immer noch Nuancen verändern, das ist für einen Schmied überhaupt kein Problem. Aber das Generelle, das Tiefgreifende der Stellung ist halt extrem wichtig für uns. So, abschließend dann noch einmal. Wir schauen das Pferd von hinten. Wir haben gesehen, also hinten ist nicht viel verändert, da ich Innen- und Außenseite immer gleich kürze. Ich würde bei einem Fohlen nie hingehen und jetzt schon anfangen, außen zu kürzen, damit er praktisch für den Betrachter gerade steht, weil es ein Trugschluss ist. Auch die Beckenknochen verändern sich. So, und jetzt kommt er noch einmal gerade auf uns zu. Und da können wir sehen, also für mich ist jetzt eindeutig zu erkennen, dass die rechte Seite schon bei dem Pferd das Problem fährt. Und die linke Seite im Grunde genommen für mich einwandfrei.